Vom Killpark vor dem Gerolsteiner Rathaus geht es durch die Fußgängerzone, dann über die Eselbrücke hinauf zum Judekirchhof. Vorbei an der Kasselburg gelangen wir zum Geoacker. Dann erwartet uns die Papenkaule, die Buchenlochhöhle und der Höhepunkt der Felsenpfadwanderung, die Munterlei. Von dort geht es bergab wieder zum Ausgangspunkt, ins Stadtzentrum, zum Killpark. Schnell noch eine Erfrischung an der Helenenquelle, bevor wir im Killpark die Felsenpfadwanderung starten. Eine Wanderung, die uns atemberaubende Momente oberhalb der Brunnenstadt Gerolstein bescheren wird. Auf der Eselbrücke überqueren wir die Kill und die Bahnlinie. Dann steigen wir hinauf zu unserem ersten Besichtigungspunkt, dem Judekirchhof. Hier kann man noch heute die Grundrisse der ehemals keltisch-römischen Tempelanlage besichtigen. Weiter geht's vorbei an der sich vor uns erhebenden Kasselburg. Jetzt gönnen wir uns eine kurze Verschnaufpause und genießen den herrlichen Blick auf die vor uns liegende Eifellandschaft. Über eine Holztreppe erreichen wir dann den Geoacker. Hier lernen wir mit Basalt, Kalk, Buntsandstein und Dolomit die vier Hauptgesteinsarten der Vulkaneifel kennen. Dann wartet auch schon die Papenkaule auf unsere Wanderer. Der erloschene Vulkankrater mit einer Tiefe von 20 Metern ist heute ein Geo- und Biotop ersten Ranges. Durch dichten Wald geht es jetzt auf und ab, vorbei an gewaltigen Felswänden hoch zur Buchenlochhöhle. Die Höhle wurde vor Millionen Jahren durch die lösende Kraft des Grundwassers aus dem Stein herausgewaschen. Die Buchenlochhöhle kann im Übrigen ganzjährig besichtigt werden. Gegen Ende wartet die Munterlei auf die Wanderer, das absolute Highlight der Tour. Von hier oben bietet sich ein atemberaubender Blick hinunter auf Gerolstein, wo diese interessante Felsenpfad-Rundwanderung auch schon wieder zu Ende geht.